Im Schatten liegt einer Maus, die unsichtbar entflieht. Oft schleicht sie heimlich heraus, in Hoffnung, dass man sie sieht. Im Glanze einer Vitrine, herrschaftlich limitiert, strotzt sie vor Alltagsroutine. Doch Glas bekanntlich vibriert, erschrocken, staunend und scheu, schleicht die Maus hoffend heran. Das Glitzern scheint ihr so neu und zieht sie in seinen Bann. Auf ne Bewunderung mehr kommst der Vitrine nicht an. Doch innen fühlt sie sich leer, trotz Perlen, Gold, Porzellan. Verstört, verwundert, fernab von Kommunikation schaut die Vitrine herab von ihrem goldenen Thron. All ihren Mut bringt sie auf, es ist mit Mäuschen still, klopft überm goldenen Knauf und weiß nicht, was sie dort will. La da 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 la da. Die Maus wartet und sieht sich selber spiegeln im Glas. Ihr Selbstvertrauen entflieht, doch plötzlich rächt sich was. Ein kleiner Spiel tut nicht weh und ist vielleicht interessant. Reicht die Vitrine dem Ziel, will die Maus die ganze Hand. Schönheit so elitär und nicht für alle gedacht. Öffnet die Türe auch schwer, ist ihr Wille entfacht. Die Maus stand mit Energie und plötzlich sieht sie Licht. So etwas gab es noch nie. Die Türe öffnet sich, sollen Grau und Schillern sich mischen oder besser nicht? Sollen Farben spurlos verwischen zu einem Einheitslicht? Versucht zwei Töne zu finden, dass sie sich inspirieren und sie sich nicht verbinden, sondern nur marmorieren.